Bevor Sie ins hochverdiente Wochenende gehen, will ich Ihnen nochmal richtig gute Laune machen, meine Damen und Herren, und Ihnen anhand von Charts und Fundamentaldaten zeigen, was in Sachen Inflation auf uns zukommt. Und fangen wir doch gleich mal an mit der wichtigsten Zeitung in Deutschland, die intellektuellen Zeitung mit den vier Buchstaben, auch genannt Bild. Hier die Schockliste im Supermarkt, für wen es beim Einkaufen besonders teuer wird. Also man kann sagen, das Thema Inflation ist jetzt so in der allgemeinen Bevölkerung angekommen. Hier auch die Oberheadline teure Inflation, das ist eine etwas merkwürdige Formulierung, aber sei es drum. Also die Leute beginnen zu sehen, zu begreifen, oh, da wird sich jetzt durchaus etwas ändern. Wir kommen eigentlich aus Jahrzehnten der Deflation und jetzt ist das plötzlich nicht mehr der Fall. Und wenn wir schon mal bei Deutschland sind, jetzt können wir praktisch mitspielen. Wir sind jetzt auch Weltklasse in Sachen Immobilienblase. Hier eine Untersuchung der 25 Städte, da fehlen allerdings wichtige chinesische Städte dort, sind die Verhältnisse zwischen Einkommen und der Immobilienpreisen noch viel krasser, aber das ist hier weggelassen bis auf Hongkong. Jedenfalls Frankfurt Nummer 1, da ist natürlich durch EZB, durch die Banken eine Sondersituation in gewisser Weise, dann Toronto, dann Hongkong und dann München, also Nummer 1 und 4. Wir sind wieder Weltklasse, meine Damen und Herren, das ist doch schon mal eine richtig, richtig gute Nachricht, die sicherlich Ihr Gemüt jetzt sofort schon mal aufhält. Aber wir sehen, dass die Märkte natürlich jetzt total entspannt sind. Wir hatten gestern diese Rallye, größte Rallye beim S&P seit März, größte Rallye beim Nasdaq seit Mai. Aber andere sind offenkundig nicht mehr so entspannt und die anderen, die sind inzwischen, oder die sind aus der Fed und die sind inzwischen so ein bisschen anders gelagert. Das Mantra von Transitory, Transitory, das nimmt keiner mehr in den Mund. Auch Thomas Barkin, nicht der Richmond-Fed-Chef, der hier gesagt hat, ja, die Supply Chain Pressures, die werden hoch bleiben für eine viel längere Zeit, als ich mir das wünsche. Und die amerikanischen Firmen, die haben Probleme, Materialien zu bekommen, Teile zu bekommen, Arbeitskräfte zu bekommen und die Produkte auf den Markt zu bringen, also Transport. Das ist eine relativ eindeutige Aussage. Er hat auch klar gesagt, also wir müssen jetzt tapern. Okay, das wissen alle. Goldman Sachs, die heute übrigens sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt haben, haben jetzt ihre Prognose geändert und haben gesagt, wir haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Near-Term Tightening Monetary Policy due to inflationary pressures notwendig sei, also eine Straffung der Geldpolitik, auch schon im kurzen Zeitfenster, weil die Fed in Panik gerät, auf Deutsch gesagt. Also es dreht sich da etwas und es dreht sich auch etwas bei den Konsumenten in den USA. Wir hatten heute das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, steigt, fällt weiter, ist sehr, sehr schwach, ist es praktisch auf dem Tief der Corona-Krise, als der totale Lockdown war, muss man sich mal vorstellen. Aber die Inflationserwartungen für das nächste Jahr steigen und wir sehen, dass die Märkte das auch einpreisen, die sogenannten 5-Year-Break-Even-Rates, also die Inflationserwartungen, die haben jetzt den höchsten Stand erreicht seit der Finanzkrise. Also es geht da zur Sache, die Aktienmärkte sagen sich, was haben wir damit zu tun, gell? Wir sind auf einem anderen Planeten, wir spielen in einem anderen Casino, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob diese Überlegung funktioniert. Hier sehen wir nochmal Bestätigung, warum die Leute schlichtweg schlechte Laune haben, weil sie faktisch Kaufkraftverluste haben, die Reallöhne. Die Zugewinne bei den Löhnen sind geringer als die Inflation. Das bedeutet faktisch, dass die Reallöhne negativ sind. Das heißt, die Leute verlieren an Kaufkraft. Und dementsprechend sehen wir hier zum Beispiel die New York Fed Consumer Expectations in Sachen Inflation. Wir sehen die Median CPI. Selbst wenn wir eben volatile Komponenten rausrechnen, ist das die höchste Inflation seit den 80er Jahren. Und das übrigens spiegelt sich schon auch bei den Earnings, nämlich den sogenannten Earnings Revisions, also den Revisionen in Sachen Gewinne. Hier sehen wir, dass der sogenannte Earnings Revisions Index von der Citi das erste Mal in negatives Territorium fällt seit dem Mai 2020. Die Unternehmen spüren natürlich diesen Kostendruck, die haben diesen Kostendruck. Bisher haben sie noch ziemlich starke Preissetzungsmacht, werden wir gleich sehen. Aber die Frage ist, wie lange kann das gut gehen? Wir schauen jetzt mal auf einen Markt, der sehr, sehr wichtig ist für die Inflation. Das ist Öl und das ist eine sehr langfristige Betrachtung der letzten Jahre. Und Sven Hendrik hat das hier so formuliert, technically speaking, this does not look transitory to me. Das sieht also nicht vorübergehend aus. Das ist eine ziemlich bullische Formation. Hier sind wir aus einem längerfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen, haben jetzt einen Widerstand
hier rot gekennzeichnet, überwunden, könnten durchaus da nochmal auf dieses Widerstandsniveau, auf das gebrochene Widerstandsniveau runterkommen als Unterstützung. Zumal wir sehen, dass natürlich hier die Dinge ein bisschen heiß gelaufen sind. Wir sehen Commitment of Traders, dass da sehr hohe Long-Positionen jetzt auf Öl der Fall sind. Aber Öl kann locker auf 100, 120 Dollar wieder steigen, wenn wir uns diesen Chart nochmal in Erinnerung rufen. Da habe ich ihn für Sie nochmal. Das ist ohne weiteres drin. Da sind Ziele, die durchaus realistisch erscheinen, jetzt rein aus charttechnischer Perspektive. Aber wie gesagt, im kurzen Zeitfenster kann es da durchaus mal wieder Rücksetzer geben. Aber das andere Thema ist Erdgas und hier sehen wir, dass Platts, ein Energieanalysehaus, sagt, es ist durchaus möglich, dass sich die Erdgaspreise dann für die Amerikaner in diesem Winter verdoppeln. Und wir sehen, dass die sogenannten Henry Hub Futures, die das einpreisen, jetzt auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen sind, aber gleichzeitig die Erdgasproduktion nicht gestiegen ist. Also es ist so, dass die gestiegenen Preise noch nicht dazu geführt haben, dass jetzt mehr Angebot auf den Markt kommt, weil die Firmen sich sagen, die Produzenten sich sagen, produziere ich mehr, kann ich ja richtig gute Kohle verdienen. Das ist bisher nicht der Fall und das lässt diesen Markt fundamental weiter auf der Long-Seite erscheinen, weiter mit der Aufwärtsrisiken erscheinen und auch Aufwärtsrisiken bei den Renditen, etwa hier der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Inverse Schulter, Kopf, Schulter, noch nicht bestätigt. Aber wenn wir hier über 1,6, 1,65, 1,7% drüber gehen, dann würde sich diese inverse Schulter, Kopf, Schulter Formation, die grundsätzlich eine bullische ist, würde sich hier dann bestätigen mit Aufwärtszielen über der Marke von 3% Rendite. Und 3% Rendite wäre für die Märkte durchaus ein Thema. Gucken wir mal die 30-jährige US-Staatsanleihe an. Sehen wir ebenfalls eine noch nicht bestätigte, aber sich ausbildende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Jerome Powell, der ja bekannt ist als der beste Charttechniker, der deswegen ja auch in die Fed gekommen ist, gell, weil er nicht nur selber viel handelt, sondern auch Kurse so ein bisschen, ich will nicht sagen manipulieren, das wäre jetzt diskriminierend, aber er hat da schon das eine oder andere, hat er da seinen Einfluss und er hofft jetzt jedenfalls als guter Charttechniker, dass das nicht eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ist. Und da kann er nur hoffen, dass die Nackenlinie eben in diesem Bereich 1,65, 1,7% bei der Rendite nicht überwunden wird. Und wir haben, ich hatte von der Preissetzungsmacht der Unternehmen gesprochen, in den USA deutlich bessere Einzelhandelsumsätze gesehen in den USA, dagegen der New York Empire State Index schwächer, eben Lieferprobleme, Lieferzeiten, Materialmangel, das alte Lied. Aber die Einzelhandelsumsätze sind um 0,7% gestiegen, statt zu fallen, wie erwartet. Aber ein Punkt ist natürlich auch klar, wenn die Preise nach oben gehen, dann steigen die Umsätze. Also die Frage ist, wie viel an diesen gestiegenen Einzelhandelsumsätzen ist schlichtweg nicht dadurch zustande gekommen, dass die Leute quantitativ mehr kaufen, sondern dass praktisch die Preise einfach für dieselben Produkte nach oben gegangen sind. Dementsprechend sollte man vielleicht das auch mal unter dieser Perspektive sehen. Kommen wir zu den Rohstoffen, meine Damen und Herren. Hier eine Analyse von Goldman Sachs, die sagen, ja, die Schocks, die Probleme an den Rohstoffmärkten, die führen zu einer persistent physical price inflation, zu einer physischen Preisinflation, the start of which we are beginning to see, der Beginn, den wir jetzt hier sehen. Und wir wollen uns diese Preisinflation etwa mal bei Zink anschauen, das heute auf praktisch ein 15-Jahres-Hoch gestiegen ist, geht senkrecht nach oben. Einer der Gründe ist, dass Glencore, großer Rohstoffproduzent in Spanien, Deutschland und Italien, aufgrund der gestiegenen Strompreise und Gaspreise schlichtweg die Produktion runtergefahren ist, hat, muss es heißen. Zink ist vor allem bei galvanisierten Stahlprodukten ganz, ganz wichtig. Also da ist der nächste Kandidat, der nächste Rohstoff, das nächste Material, was in so vielen Produkten drin ist, das jetzt offenkundig mangeln wird. Aluminium ist schon der eine wichtige Träger dieser Mangelwirtschaft und das belastet ja nicht nur Chips, die Mangelware sind, jetzt kommen die Rohstoffe noch mit dazu. Das trifft besonders die Autoindustrie. Toyota hat jetzt seinen globalen Output, also die Produktion, um 15% runtergefahren, wie Nikkei berichtet. Chip Shortage, Power Crunch, also da kriegt man auch, wird der Strom zu teuer. Und wir sehen etwa Volkswagen im September
Westeuropa minus 32%, Nordeuropa minus 11%, China minus 41,8%. Insgesamt die Autoverkäufe in Europa so schlechte wie seit 1995 nicht mehr, also seit, was sind das? Das sind 26 Jahre wegen dem Chip-Shortage. Und die Car Registrations sind um 23,1% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Und September 2020 war ja auch nicht so dolle. Da war ja irgendwie auch noch ein bisschen was von Corona. Und alle großen Märkte, Spanien, Frankreich, Italien und Germany, haben hier verloren. Jetzt gucken wir uns mal an, in welcher Situation uns dieser Energiecrunch, dieser Energy Crunch, diese Energiekrise trifft. Hier ein Post von Andreas Stenno Larsen, ein Däne, der sagt, also Deutschland ist am schlechtesten vorbereitet eigentlich für diese Krise. Wir haben den schlechtesten Energiemix. Wir sind da, wenn Sie das in der Grafik mal sehen, Euro in Klammern DE, das ist Deutschland. Da haben wir größte Probleme, weil wir eben praktisch nicht self-sufficient sind, also uns nicht selbst versorgen können. Dementsprechend ist das natürlich eine geniale Idee, wie heute die sich bildende Koalition SPD, Grüne und FDP gesagt haben, ja, wir wollen jetzt aus der Kohle schon bis 2030 aussteigen, ist ja sehr zu wünschen, weil das ist ja nicht wirklich die Technologie, die wir haben wollen. Die Frage ist nur, wo ist dann die Alternative? Zerohead schreibt hier, ja, das wollt ihr vielleicht, aber so wird es nicht passieren, weil es nicht gehen wird möglicherweise. Gehen könnte es mit Atomkraftwerken, aber auch da ist ja der Ausstieg beschlossen bis Ende 2022. Wenn wir uns jetzt mal die andere Welt anschauen, dann sind wir in den USA, haben wir 93 Atomkraftwerke, 2 im Bau, 3 geplant. Die Chinesen 51, 18 im Bau, 37 geplant. Die Russen sind gut dabei. Wir machen es anders, gell? Wir sind halt was Besonderes, aber wir haben dann vielleicht das Problem, dass irgendwann hier die Lichter ausgehen könnten, wenn wir uns da ein bisschen zu stark darauf versteifen. Ich bin auch kein großer Freund der Atomkraft, gar keine Frage. Vor allem eben die Endlagerung ist das Problem, das strahlende Material ist ein Problem, auch wenn das jetzt deutlich besser geworden ist durch technologischen Fortschritt. Aber wir müssen vielleicht in den sauren Apfel beißen. Das ist hier von Gabor Steingart, der heute dazu sehr Gutes geschrieben hat. Ja, Energiekrise voraus in Europa. Nachrichten aus dem Kuriositätenkabinett. Da hat mein Kollege mal zusammengefasst, was da alles Wissenswerte ist. Das werde ich Ihnen unter diesem Video verlinken. Wie gesagt, wir haben jetzt die Situation, dass die Inflation wahrscheinlich nicht wirklich abebben wird, sondern wahrscheinlich sogar steigen wird durch die Lage am US-Arbeitsmarkt, aber auch am Arbeitsmarkt in Europa. Einerseits Lohnpreisspirale, Stichwort. Wir haben auf der anderen Seite steigende Mieten, das ist ein Riesenfaktor. Wir haben auf der dritten Seite diese Rohstoffsituation, die Mangelsituation und da, wo zu wenig Angebot ist, da steigen die Preise für eine Nachfrage, die nicht schnell genug fällt, um auf das geringere Angebot reagieren zu können. All das ist sozusagen eigentlich ein perfekter Sturm, der bisher von den Aktienmärkten weitgehend ausgeblendet wird, ja, weil man sagt sich, was haben wir mit der Realität zu tun? Nichts, dementsprechend machen wir unser eigenes Ding, aber wie auch immer, lesen Sie diesen Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke und dann wünsche ich ein schönes Wochenende, hoffentlich mit guter Laune jetzt nach meinem Video und wir sehen uns dann am Montag in alter Frische. Servus und ciao.